Der Borussia-Park wird noch herausgeputzt für das kommende Spitzenspiel von Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Der Tabellenvierte empfängt den Dritten. Die Gladbacher Fans blicken optimistisch auf die Partie. Es wird ein torreiches Spiel und ich tippe mal so auf 3-4-1 für Borussia. Ich glaube, das wird sehr schwer werden. Bremen ist im aufsteigenden Ast, das ist ja bekannt. Aber unsere spielen ja auch nicht schlecht. Also ich schätze mal, dass es 2-1 für Borussia ausgehen wird. Auch Torben Marx hat verraten, was man von seiner Borussia im Spitzenspiel erwarten kann. Eine gute Leistung auf jeden Fall. Wir haben uns natürlich viel vorgenommen. Wir werden jetzt intensiv die Woche uns vorbereiten für das Spiel. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir wollen natürlich da oben bleiben, wo wir im Moment stehen. Dafür braucht man eine gute Leistung und die versuchen wir natürlich am Wochenende abzurufen. Wie lässt sich ein Claudio Pizarro aufhalten? Ja, das stimmt. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ich denke, im 1 gegen 1 ist es sehr schwer gegen ihn. Aber wir sind genug Spieler, die auch die Verteidiger unterstützen müssen. Ich denke, wir müssen ihn als Mannschaft auffangen und ja, ich denke schon, dass wir auch gegen andere gute Stürmer schon bestanden haben und ich denke, das wird uns am Wochenende auch ja, gelingen. Woran hat Trainer Lucien Favre mit euch in der Länderspielpause verstärkt gearbeitet? Ja, wir haben viel im technischen Bereich gearbeitet. Der erste und zweite Kontakt ist ihm sehr wichtig, dass oder dass das schnell geht. Ja, das Passspiel natürlich. Wir haben ein Freundschaftsspiel gehabt, wo wir, denke ich, eine ganz ordentliche Leistung gebracht haben. Und so, denke ich, haben wir die Länderspielpause ganz gut genutzt. Auf der Sechserposition rotierst du immer mit Neustädter und Norfeit. Wie klappt das aus deiner Sicht? Ja, ich denke, es klappt ganz ordentlich, kann sicherlich noch besser werden, keine Frage. Ich denke, jeder von uns Spieler muss sich noch verbessern. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass es im Moment auch ganz gut funktioniert mit uns. Und ja, wie gesagt, ja, wir versuchen uns jedes Mal zu verbessern, immer bessere Leistung zu bringen und das ist natürlich unsere Motivation. Zuletzt brodelte die Transfergerüchteküche um die Namen Reus, Helmes und Olic. Wird vor allem das Thema Marco Reus auch in der Mannschaft diskutiert? Nein, überhaupt nicht. Sicherlich machen wir da ein paar Späße drüber auch. Marco geht damit auch ganz locker um. Also er lässt sich davon nicht beeindrucken. Und wie gesagt, das ist bei uns in der Kabine gar kein Thema, bis auf ein paar Späße, die da dann doch ja, fallen. Was habt ihr euch für die letzten Spiele der Vorrunde für Ziele gesetzt noch? Ja, wir wollen gute Leistung bringen. Wir wollen natürlich so viele Punkte holen, wie es nur geht. Wir sind nicht zufrieden mit dem Erreichten. Ja, wie gesagt, wir wollen viele Punkte holen und dann schauen wir im Winter mal, wo wir dann stehen. Wir haben noch sehr schwierige Spiele vor uns, aber auch sehr interessante. Und in die Begegnung gehen wir natürlich mit viel Selbstvertrauen, aber jedes Spiel wird für sich sehr, sehr schwer. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich so viele Punkte holen, wie es nur geht.